die Grünen generell sehr skeptisch und ich auch mit Vorbehalten. Die kamen aber am meisten aus der Historikerdebatte, die es ja in den 80er Jahren gab, wo zum ersten Mal, da war ja die große Auseinandersetzung zwischen Habermas und Nolte, zum ersten Mal die Frage auftauchte, haben nicht die nationalsozialistischen Verbrecher ihrerseits schon auf sowjetische Verbrecher oder bolschewistische Verbrecher reagieren wollen? Und das verstanden wir damals mit Habermas als Relativierung der NS-Vergangenheit und waren dagegen. Und Helmut Kohl, der ja ein sehr stark ausgeprägtes historisches Interesse hatte, hatte vermutlich sowas wie, wir müssen uns mit der deutschen Identität beschäftigen, vielleicht auch sowas wie Leitkultur im Blick, als er gesagt hat, wir müssen diese zentralen geschichtshistorischen Orte haben. Es hat auch mit seinem Bild von einem Nationalstaat zu tun, dass der solche Orte braucht. Wir waren als Grüne sehr skeptisch, weil wir gedacht haben, das bereitet ein für uns unheimliches neues deutsches Nationalbewusstsein vielleicht vor. Ich selber, die ja auch Kirchengeschichte studiert habe und historisch sehr interessiert bin, fand auch manches daran interessant, aber ich war auch sehr vorsichtig in Bezug auf das Projekt.